Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erstmals seit Wochen ganz leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert in Deutschland nun bei 452,2, nach 452,4 am Vortag. Er ist damit immer noch vergleichsweise hoch. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Seit Anfang November waren täglich neue Höchstwerte registriert worden. Bund und Länder befassen sich heute mit einer möglichen Verschärfung der Maßnahmen. Neben den hohen Infektionszahlen sorgt viele Politiker und Experten das Auftreten der neuen Virusvariante Omikron. Sie könnte deutlich ansteckender sein als die bisherigen Varianten.